Hey, da seid ihr ja wieder. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und legen direkt los. Um zu gedeihen, braucht eine Pflanze Licht, Wasser, aber auch Nährstoffe. Ohne sie kann es zu Mangelerscheinungen kommen und der Ertrag, also die Erntemenge, sinkt. Jeder kennt das Motto, je mehr, desto besser. Und in vielen Punkten im Leben trifft das auch zu. Aber auch beim Thema Dünger sollten Landwirte lieber etwas mehr als zu wenig düngen, um den Ertrag zu steigern? Oder hat das auch Nachteile? Kommentiert doch mal. Was denkt ihr? Finden wir es heraus in unserem Mythencheck. Fangen wir von vorne an. Warum muss überhaupt gedüngt werden? Der deutsche Agrarwissenschaftler Karl Sprengel veröffentlichte 1828 einen Beitrag. In diesem identifizierte er 12 Stoffe als Nährstoffe, die eine Pflanze über den Boden aufnimmt. Darunter waren Stickstoff, Phosphor, Magnesium und Kalium. Er fand heraus, dass bereits mit einem Mangel von nur einem dieser Nährstoffe das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt ist. Selbst wenn alle anderen essentiellen Nährstoffe im Überfluss vorhanden sind, so formulierte er erstmals das Gesetz des Minimums. Der Chemiker Justus von Liebig popularisierte dieses Gesetz 1855 in erweiterter Form. Es besagt, dass das Wachstum von dem Pflanzennährstoff abhängig ist, der im Verhältnis zum Bedarf in geringster Menge zur Verfügung steht. Diese Ressource wird auch als Minimumfaktor bezeichnet und ist entscheidend für die Höhe des Ertrags. So weit, so gut. Nun wissen wir also, dass Dünger eine große Bedeutung für die Erntemenge hat und es sogar ein Gesetz des Minimums gibt. Aber kann man auch zu viel düngen? Zunächst erkläre ich euch, woher die Pflanzennährstoffe eigentlich stammen. Ihren Ursprung haben sie nämlich aus ganz verschiedenen Quellen wie dem Bodenvorrat, zersetzten Pflanzenteilen, organischen Düngern wie Stallmist, Gülle, Kompost und Klärschlamm, mineralischen Düngern, biologischer Stickstoffbindung, zum Beispiel durch Leguminosen, sehr nährstoffreichen Pflanzen, auch Hülsenfrüchte genannt, und Ablagerung aus der Luft. Die Nährstoffe aus den hier genannten Quellen sind jedoch meistens nicht sofort für die Pflanzen verfügbar, da sie diese erst aufnehmen können, wenn sie im Bodenwasser gelöst sind. Somit müssen die Nährstoffe erst durch Mikroorganismen oder chemische Prozesse freigesetzt werden. In einer wasserlöslichen Form können sie dann von den Pflanzen aufgenommen werden. Nun kann es also losgehen mit dem Düngen. Doch Vorsicht, zu viel Dünger führt nicht unbedingt zu mehr Wachstum, sondern kann auch das Gegenteil bewirken. Denn es kann zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Nährstoffen kommen. Was bedeutet das? Hier ein Beispiel. Wird der Pflanze etwa zu viel Phosphat zugeführt, so sorgt es dafür, dass andere Nährstoffe wie Eisen oder Mangan nicht mehr aufgenommen werden können. Trotz reichlicher Nährstoffgabe kann dies zu Mangelerscheinungen führen. Kommen wir zu einem weiteren Problem, dem Grundwasser. Pflanzen benötigen Stickstoff, chemisch kurz N. Eigentlich ist Stickstoff kein Problem, immerhin besteht sogar unsere Atemluft aus fast 80% Stickstoff. Die Landwirtschaft arbeitet schon lange mit stickstoffhaltigem Mineraldünger. Zusätzlich durch Verkehr und Verbrennungsprozesse gelangen jährlich einige Tonnen reaktiver Stickstoff in den Kreislauf. Eine Folge dessen kann der zu hohe Nitratanteil auf den Feldern und somit später auch im Grundwasser sein. Der Mythos, je mehr Dünger, desto besser, stimmt also nicht. Die Menge an Nährstoffen muss genau festgelegt werden und ist von vielen Faktoren abhängig. Dabei kann man auch einiges falsch machen, die Pflanze nicht richtig versorgen, sodass es zu Mangelerscheinungen und niedrigen Erträgen kommt oder sogar der Umweltschaden. Dafür gibt es eine Verordnung, in der genauestens geregelt ist, wie viel, was und wo gedüngt werden darf. Hierbei ist die Umsetzung Ländersache. Die ab 2020 geltende neue Düngeverordnung beinhaltet Formeln zur Düngebedarfsermittlung, die eingehalten werden müssen. Das Ziel ist die Reduzierung der N-Belastung im Grundwasser und in den Böden, insbesondere in den belasteten Gebieten. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal was vom Gesetz des Minimums gehört habt und teilt gerne das Video. Wir sehen uns. Ciao.